So, hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen, kleinen, aber feinen Projekt meinerseits. Wir probieren heute einmal ein Spiel aus, was ich vor ein paar Minütchen erst wieder gefunden habe. Und zwar ist das Resident Evil 7. Ja. Ich habe persönlich jetzt nicht unbedingt die riesen Ahnung von Resident Evil. Das gebe ich ganz ehrlich zu, da fehlt mir so ein bisschen die Ahnung von. Aber wir können es natürlich trotzdem mal testen. Mal schauen, wie es bei euch ankommt. Okay. Man kann es hier mit den Pfeiltasten lenken. Wir probieren das auf normal, so wie es sich gehört. Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause, yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ach, wie süß. Oh Gott. Okay. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Ja. Such mich nicht! Okay, das fängt schon mal gut an. Okay. Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Na gut. 3 Jahre. 3 Jahre ist nicht wenig. Scheiße, Alter, dieser Ort, ne? Bin schon richtig heimisch. Hier sollte es sein. Also, ne, wenn dich jemand von hier aus anruft und dir sagt, hey, ich bin nach 3 Jahren wieder aufgetaucht, hol mich mal aus einem verlassenen Waldgrundstück ab. Da hätte ich die Cops angerufen und wäre mit sonst was dahin. Alter. Kann ich schon rennen? Ja. Okay, das ist schnell umdrehen mit X. Ihr hört. Ich möchte kurz anmerken, ich bin nicht unbedingt der größte Horror-Fan. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich irgendwie. Oh Gott. Angst habe, sondern eher daran. Okay. Sondern eher daran, dass. Mein Puls da nicht so gut mitmacht. Mia finden. Wäre ich nie drauf gekommen, dass wir die jetzt tun. Scheiße. Kennt ihr diese so altbekannte Filme, beispielsweise Conjuring oder so einfach so ländliche Häuser Horrorfilme in jedem typischen Zeug, ne? Kommst du an, Horde Jugendlicher oder eine Familie zieht da ein, die freuen sich, ach, neues Haus und geil und toll.
Ich denke mir einfach nur so, Alter, what the fuck is going on? Also da ist wenigstens Stacheldraht, den ich da vor mir sehe. Das zeigt, die wussten schon, dass hier garantiert irgendwie jemand kommen könnte. Aber das sieht 1:1 aus, wie so das typische Horrorhaus-Flair. Also Lecco mio della Quasta. Okay, was haben wir hier? Hier unten geht's auch noch lang. Ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie sagt mir mein Instinkt, ich will hier mal runter. Schiff zum Laufen, okay. Ich sag euch, ne? Todesurteil von Patrick. Herzstillstand, nachdem der nächste Jumpscare kommt. Das hier unten sieht schon irgendwie so komisch aus. Da dachte ich's mir noch. Okay. Okay, okay. Ihr könnt mir ja mal sagen. Ich lasse jetzt am Anfang erstmal, oh mein Gott. Schließ dich uns an. Oh Gott, Sekte XXL. Sie wäre ein Projektvorschlag. Ein Geisterhaus von... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wie ist mit acht Geisterhaus? Fick doch die Hände. Ja. Also Resident Evil habe ich tatsächlich nur Resident Evil 2 Revolutions gesuchtet, ja. So könnte man das nennen. Das war so mein erstes richtiges Horrorgame. Mit Viechern, die nicht unbedingt menschlich erschienen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, da war ich 15. Ich habe mich dezent in die Ecke geschissen vor Schock. Oh Gott, wo geht's hier lang? Oh Gott. Okay, ich vertraue jetzt einfach mal der Welt. Ich werde jetzt hingehen. Ach du Scheiße. Warum sind hier so viele Fliegen? Tief durchatmen, Patrick. So, Ach du Kacke. Gut, also Leute, ne? Das solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn euch jemand nach 3 Jahren anruft und sagt, hier, hol mich mal ab. Warum solltet ihr denn bitte schön auch am Weg warten? Nein. Die hat sich hier irgendwo. Ihr habt es aber auch gesehen, ja. Fick doch. Eingebildet gehabt, dass da einer lief. Ich hätte gerne eine Knarre. Aber eigentlich leide ich nicht an Halluzinationen. Da lief doch einer dahin. So viel zum Thema Geisterhaus, ne? Alter. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich wusste doch, was kommt, Alter. Okay, was ist das? Das war mal ein Reh oder so? I don't know. Okay. Was haben wir hier? Wir haben einen Baum, von denen an, ja, Kreissägen runterhängen. Ja, die an ein Seil gebunden sind. Oh mein Gott, okay, jetzt check ich das erst. Okay, schaut mal kurz dahin. Bilde ich mir das ein oder soll das ein Tier darstellen? Oh mein Gott. Dann ist das, was wir dort rechts von uns gerade gesehen haben, nicht ein Hirsch oder so gewesen, ne? Das ist eins dieser Beine. Oh mein Gott. Warum geht man da freiwillig lang? Nur um die Frau zu wiederzufinden, Alter.
Warum? Ich glaube langsam, den Typ, den ich dort gesehen habe, das war ein Geist. Ach du Güte, Geier Gott. Schauen wir mal. Ich traue dem irgendwie nicht. Red Dead Evil ist eh schon so ein Mysterium für mich. Ich sehe Resident Evil eher als Horror an. Also als puren, blanken Horror. Für Leib und Seele. Das Feuer glüht auch noch. Das heißt, hier war Party vor kurzem noch. Und irgendwas sagt mir eigentlich, ich will hier nicht runter. Aber, ja. Warum auf den gesunden Menschenverstand hören? Wir gehen da jetzt runter. Na? So. Eieiei. Gut, Leute. Hier haben wir auch eine Tasche. Was haben wir denn da? Ein Führerschein. Ein Handy, warum? Ich würde gerne das Handy nehmen. Tab. Okay, was haben wir da? Mias Führerschein. Er ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Ein Ausdruck einer E-Mail von ihrer Frau Mia, die seit 3 Jahren vermisst wird. Oh, er trinkt mal Cola. Ich glaube, das hilft ihr besser. Kann man sich den noch irgendwie angucken? Ja, kann man tatsächlich. Ich würde mir die gerne mal anschauen. Ah. Ja, gut. So ein Bild kann man auch mal mitnehmen. Was haben wir da? Gesendet Dienstag, 18. Juli 2017, 23.04 Uhr. Komm und hol mich. Gute Bezeichnung, finde ich toll. Die ist auch bedeppert, Alter. Die hat nichts von der Farm, also wirklich, das hat nichts von der Farm hier. Und um 23.04 Uhr schickt dir keiner mehr aus guten Gründen die E-Mail. Also, ne? Nicht soweit ich weiß. So, was hat er für? Ich hab doch gerade was gehört. Ihr hört das auch, ja. Ich glaube, wenn hier die ersten Viecher um die Ecke kommen, werde ich vor Schock die Aufnahme kurz pausieren. Oh Gott. Ich habe ja schon. Oh mein Gott, das geht. Fuck, Alter, ich zuck jetzt schon zusammen. Na, ich will da nicht rein. Oh Gott. Guck mal, das Ding. Die schaukelt tatsächlich, Alter, wie geil. Kann ich mal schaukeln? Oh. Och, das wäre jetzt voll der Hammer gewesen. Das hätte mich zumindest auf jeden Fall entspannt. Gut, ich gehe jetzt in mein Verderben. Also ich wäre, glaube ich, der Letzte, der in ein Horrorhaus geht, wenn einem das angeboten wird. Gibt mir doch wenigstens eine Knarre. Okay, Augen zu und durch. Alter. Irgendjemand angeschrieben. Okay, ich glaube, meine lieben Freunde der Sonne, das wird jetzt richtig witzig. Kommen wir eigentlich noch raus, theoretisch? Ne, natürlich nicht. Fick. Gut. Dann würde ich mal sagen, auch wenn wir da garantiert absolut keinen Bock drauf haben. Oh. Alter, ich höre doch schon was laufen. Lass die Spiele beginnen. Ach du Scheiße. Okay, was sehen wir?
verschiedenste Bilder und ein typisch gruseliger Gang. Es tut mir leid, ich traue mich gerade nicht unbedingt zu reden. Also, selbst wenn unsere Frau hier mal drinne war, sonderlich lange war sie das garantiert nicht. Warum sollte das jemand probieren? Ja, okay. Ganz ehrlich, ich check nicht, warum mir das jetzt als Option angeboten wurde, den Scheißding dazu zu machen. Ich kann uns auch im Notfall Musik anmachen, ne? Also, das ist möglich, aber ich glaube, das zerstört so ein bisschen das Flair. Oh Gott! Boah, weg damit, Mist. weg damit. Boah. Also ich hätte gern, dass unser Typ ein bisschen mehr redet, muss ich ehrlich zugeben. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Oh nö. Nö. Seht ihr das? Seht ihr das da unten rechts in dem Bild? Oh shit. Also damit es auch schön spannend bleibt, habe ich ein Pulsmessgerät neben mir. Ja. Ich möchte ja, dass ihr auch ungefähr wisst, wie sich dieses Spiel auf mich auswirkt. Weil mit Webcam werde ich noch nicht so arbeiten. Das hat den folgenden Grund, ich habe noch keinen Greenscreen. Und kann ich mir gerade nicht unbedingt leisten. Und ich habe nicht so viel Lust, dass ihr da mein komplettes Zimmer im Hintergrund seht. Ach du Scheiße, Alter. Wer grillt denn den ganzen Vogel, ey? Boah. Räudig. Okay, also. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Das kommt auch hin. Gut. Okay, Küche. Boah, Alter. Boah, ist das eklig. Oh Gott. Was ist das? Das ist wirklich ekelhaft. Ach du Scheiße. Gut. Bleib mir bloß weg, Alter. Oh Gott. Ich weiß schon, warum ich solche Spiele im Normalfall zu zweit spiele. Das ist genauso wie Dead Space hier. Top-Dinge der Sachen, die man eigentlich lieber nur zu zweit spielt. Okay, was haben wir hier? Also Resident Evil an sich, also im Vergleich zu Revelations finde ich jetzt schon 3-mal gruseliger, weil noch nichts kam. Also ich hätte jetzt erwartet, dass wir hier schon irgendwie die Knarre finden und 3 Viecher umbringen. Was ist das denn für ein Bild? Also jetzt die Sache erst. Oben oder unten? Ich sehe oben was Rotes leuchten. Alter. Boah, also ich sehe irgendwas da oben leuchten. Also sagt mir mein Instinkt, ihr macht oben lang. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Denn wir machen jetzt gleich erstmal eine kleine Pause. Und verschnaufen kurz. Danach geht's weiter mit dem oberen Stockwerk und dann schauen wir mal, was hier so passiert, ne? Gut, also wir wissen Folgendes bis jetzt, ist da, müsste hier irgendwo drinne sein. Dass es die noch lebt, wage ich zu bezweifeln. Gut, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin in der zukünftigen Folge einschaltet. Ne? Schönen Abend noch und viel Spaß.